Moin Leute, was geht ab? Clayman ist wieder am Start. Willkommen zu einer neuen Folge der Herr der Ringe, die Schlacht beginnt. Und wie ihr schon sehen könnt, mit einer anderen Fraktion. Ah, schon wieder nichts Cooles bekommen. Also das Coolste ist schon mal sowieso, das kann ich auch nochmal zeigen hier. Ich brauche hier einen Ork-Kommandant, zwei davon. Und ja, ich habe aber nur einen. Gorbik, den kriegt man bei Mordor hier jetzt am Anfang. Ja, und die Entwickler sollten eigentlich schlau genug sein, von selbst zu wissen, dass man in Mordor nicht so viele orkische Kommandanten hat und dass Gorbik der einzige ist, meine ich gerade, der von den T1-Kommandanten ein Ork ist. Grima ist ein Mensch, das ist ein böser Mensch. Ah, ne, Sharko wäre noch ein Ork, glaube ich, oder? Ne, das ist noch ein... Moment. Sharko, doch, Sharko wäre auch noch ein Ork, so. Ja, den muss er aber erstmal kriegen. So, böser Mensch, böser Mensch, böser Mensch. Uruk-hai, Ork. Und der ist auch ein Uruk-hai. Ja. Shagat. So. Ja, und von den anderen rede ich jetzt gar nicht, weil die kriegt man nicht einfach mal so. Auf die Schnelle. Finde ich schon eine echte Frechheit, dass die mir da so einen Tipp geben. Naja, sei es drum. Ich bin hier in Mordor auf Server 305 unterwegs. Ich habe mir den Account zwischendurch aufgebaut gehabt. Oder angefangen. Wie ihr sehen könnt, ist hier natürlich Run und Angmar auch wieder dabei. Diesmal war keine KI, also das nächste Spieler. Und dann haben wir noch Arnor und Lindon. Oder Lindon und Arnor. Weiß ich jetzt nicht genau. Steht da irgendwo drin. Anuminas, Arnor. Genau, und Lindon ist dann hier. Das ist da, wo die im Film nachher weggefahren sind. Ganz witzig. Ja, und das sind auch echte. Also hier gibt es keine künstliche Intelligenz mehr. Wir sind alle hier echte Spieler unterwegs. Mordor befindet sich natürlich hier unten. Ja, und habe ich angefangen. Bin jetzt auch mittlerweile auf Ringstufe vom 24 noch. Ja, noch drei Punkte, die ich skillen muss. Ich weiß aber nicht, wo ich die reintun soll. Also am Anfang gehe ich auf jeden Fall auf Tribute. Dafür hier 30% mehr aus den Rohstoffeinnahmen. Das ist schon mal mega gut. Und einzeln skill ich die jetzt aber nicht. Das sind später nur 2,5% mehr. Das ist, finde ich, nicht so lohnenswert. 30% ist schon viel. Ja, und danach Ausdauer bei den Helmen bin ich jetzt draufgegangen. Aber natürlich wäre hier die Rekrutierungszeit von 10% schon mal auch ganz cool. Aber auch XP, also durchs Jungschlachten. Wobei ich sagen muss, diese Punkte hier verwende ich mittlerweile oder momentan eher dafür, um Ressourcen zu sammeln. Weil die am Anfang echt knapp sind. So, ich habe ja schon wieder ganz vergessen, wie das ist. Wobei geht auf dem Server 80, mein Main, da wurde mir so viel Land genommen. Ich habe nur noch 80 Ländereien übrig oder so. Ich bin ja umgezogen. Und ja, da kriege ich auch nichts mehr vernünftig gebaut. Also ich mal eine Nacht geschlafen habe, morgens aufwache, kann ich da auch nicht mehr viel bauen. Genau, was habe ich hier? Gorbeck ist bei mir schon auf Level 26. Er kann auch schon 130 Länder einnehmen. 150 habe ich sogar auch schon. Das Problem bei ihm ist aber, ich kriege ihn nicht hier gefüllt. Jetzt habe ich auch schon zwei Einheiten wieder bei ihm drinne. Ich hätte bei ihm nur die hier drinne, aber schaffe ich gar nicht. Wenn ich die wegnehme hier, das geht gar nicht. Er ist jetzt gerade mal auf 37. Also das ist echt heftig. Da er nämlich ein Anführer ist, hat er ab Level 20 5 Kommandeurspunkte extra. Und dementsprechend jetzt 37. Andere auf dem Level hätten nur 32. Ach, und was mir gerade einfällt. Das Coolste ist, Leute. Guck mal, wen ich hab. Vorhin bekommen. Ich hab den Hexenkönig. So geil. Und er ist schon direkt Stufe 13. Sehr schön. Ich habe ihn vorhin einmal leveln lassen. Er ist einfach direkt Level 13 jetzt. Ey, so cool ich bin. Und er ist auch ein Anführer. Das ist auch mega cool. Das heißt, ich kann ihn nachher gegen Gorbeck gut ersetzen. Er hat so, ja, ziemlich coole Fähigkeiten. Die pushen halt echt die Armee. Ork, Uruk-hai, böse Menschen und Trolle haben erhöhten Schaden. Damit fange ich jetzt zum Beispiel an. So, kriege ich den voll? Ne, kriege ich nicht. Ork, Uruk-hai, erlittener Schaden minus.
Und erste zwei Runden alle verbündeten Einheiten Initiative erhalten und Chance von so und so viel Prozent, zweimal pro Runde anzugreifen. Das ist auf jeden Fall auch richtig, richtig cool. Ja, so viel dazu. Ich mache aber Schaden plus 20, 22, 24. Das ist schon heftig. Ich glaube, das sind hier auf 30% oder was. Das ist schon krass. Also auf jeden Fall schockt er. Ey, ist so geil. Einfach morgens hier aus der kostenlosen Chest bekommen. Ja, war cool. 200. Kann man auch nochmal. Für die 200. Für 200 geht es immer nicht immer noch. Mache ich aber nicht immer. Oh, und ich habe noch zwei. Ach ja, und das ist eine neue Funktion, ja, auch beim letzten Patch rausgekommen. Jetzt kann man hier die Martum Münzen hier jetzt so gegen Medaillen umtauschen. Also ich könnte jetzt hier drücken, 6 Stück könnte ich kriegen. Mache ich natürlich nicht, weil ich finde das viel zu teuer. Hier habe ich auch schon welche ausgegeben. Ja, und da kann man Lords halt kriegen. Was ich... Aber naja, ich spare die jetzt gerade wieder ein bisschen. Ich weiß nicht, bin mir so unsicher. Also hier kriegt man halt nur ihn. Oder... Was kriegt man noch? T1? Ah ja, man kann nur T2 Einladung. Uglo, Gishna, Kamul, der Schatten und Lords kriegen. 1% Chance nur. Ja, und sonst die beiden, die habe ich aber schon. Makellose Ausrüstung, das alles. Ja, weiß ich nicht. Behalte ich erstmal. Oder... Nicht die. Das Coole ist natürlich, wenn man so und so auf Kauf kriegt, man Lutz später eine Safe. Das ist halt schon mal echt klasse. Die geht jetzt aber noch wie lange? Steht hier gar nicht. Ist ja nicht so eine Zeitbegrenzung. Naja, machen wir das einfach mal. Kriegt man meist eh nur Müll, also von daher. Ah, guten Helm. Ein verwendetes Zielschaden und Stärke. Gut, der Helm ist ganz cool. So, Gorbeck hat jetzt wieder aufgefüllt. Also ich komme hier mit dem Auffüllen von Einheiten nicht hinterher, ne? Muss ich echt sagen. Weil er so diese 5 Kommandopunkte auch extra hat, kann er so viele Armeen befehligen, also so viele Truppen, dass ich hier echt kaum hinterher komme. Und ich kann jetzt momentan immer... Ja, die Mumakil, die sind so riesig. Ich kann momentan gerade mal... hier, die hier immer nur... 1000 Stück. Und meistens reichen aber Rohstoffe nicht aus. Jetzt gerade geht's. Und die brauchen 1 Stunde 36. Das ist nicht ohne, ja. Die hier brauchen Pikinier, brauchen noch ein bisschen länger. Ja, und die hier, die sind sauteuer, ne? Also echt. Die habe ich mir jetzt nur einmal heute Morgen einmal gegönnt, weil ich viel Rohstoff hatte. Ansonsten mache ich eigentlich fast gar nicht mehr. Weil die haben erstmal nur ein Kommando von 50 und die brauchen 4333 und 175. Wenn man das vergleicht. Nicht mal die Hälfte, ne? Von daher, ja, nehme ich immer die. Immer ein bisschen behandeln. Und so gehen auch hier immer die Getreide weg. Also das ist echt der Hammer. Deswegen habe ich Getreide ein bisschen mehr. Ich merke aber auch oft, dass mir draußen gewittert. Falls ihr das gehört habt. Nicht wundern. Ich mache aber auch immer hier Erz auch relativ hoch. Ich hatte gestern auch das erste Mal einen Holzmangel. Ist jetzt aber wieder gerade in Ordnung. Mal gucken. Holz habe ich auch wieder ein bisschen hochgepusht. Stein ist wieder am wenigsten. Am Anfang hatte ich Stein ganz viel, aber mittlerweile geht's. Also wenn man die beim Bauen hier, die Gebäude... Oh, die Haupthalle ist gleich fertig. Nicht immer hier sofort fertig baut, was man anfangs ja gut machen kann, weil das kostet nicht viel. Dann geht's auch mit den Rohstoffen, ne? Dauert dann natürlich nur länger. Aber so 3, 4, 5 Gebäude am Tag fertig machen, ist schon eine Nummer. Da braucht man auch viel Rohstoffe für. Ihr Trainingslager ist zum Beispiel auch wieder... Das kann man Kommandowert wieder erhöhen. Auch ganz wichtig. Aber wenn die Haupthalle auf 7 ist, möchte ich eigentlich erstmal das Morgul-Quartier bauen. Ich hätte jetzt auch Rohstoffe dafür. Und wenn ich das fertig habe, muss ich hier natürlich einmal machen. Damit das auf 5 kommt. Steht auch immer, dass es von dem Kapitel auch ein Teil ist, den ich machen muss. Und damit ich natürlich T3 jetzt endlich bekommen kann. Das wäre sehr, sehr wichtig. T, guck mal hier, also T, das ist auch witzig. T3 kosten insgesamt trotzdem weniger als diese T2 Einheit hier. 1, 7, 5, 3, 3, 4, 3. Hier ein bisschen günstiger. 3, 3, hier 400 günstiger, hier 100 günstiger und okay, hier 400 teurer. 450. Aber das ist eine T2 Einheit, ne?
Also eine T3 und das ist eine T2. Also Kavallerie sind echt teuer. Trolle habe ich natürlich auch gemacht, aber Leute, die sind so teuer, die wollen so viel Getreide haben, das kriege ich nicht bezahlt, das ist einfach so. Die machen zu wenig Schaden und sterben dafür echt zu schnell. Das ist einfach so. Oh, mein Hund nervt hier ein bisschen. So. Ja, auf jeden Fall, das warte ich nochmal ab. Oder haben wir hier was zum Beschleunigen? Wir haben 15 Minuten. Ja. Überschreitet. Ne, den wollen wir. Ach so. Sofort kaufen wir einen für 5. So. Lagerräume muss ich auch aufbauen hier. Eine Stunde. Das kann ich machen, wenn das Getreidetribut fertig ist. Aber erstmal geht es darum. Morgenquartier. So. Das hier. Oh, das könnte ich auch bauen. Das ist natürlich auch interessant. Was? Also. Genau, wenn die Haupthalle auf einem bestimmten Level ist, verändert sich das Ganze. Yay. Sieht jetzt schicker aus. So. Was? Ja. Ist gut, Saruman, ist gut. Ja, Kapitel 17. Hiervon hatte ich noch nichts fertig. Machtproduktion muss noch erhöht werden. Lagerräume. Das ist, ja gut. Wird heute wahrscheinlich noch was. Gegen Abend nachher. Ja, und ansonsten. Ach, ich habe ihn hier raufgeschickt. Oh, er verliert so viele Einheiten. Ups. Pikiniere sterben so schnell. Aber die sind wichtig gegen so eine Kavallerieeinheit, ne? Langsame, widerstandsfähige, 96 Geschwindigkeit, geht doch voll. Ja, und die hier, die überleben relativ. Okay, ich habe auch viele davon. Warum macht er mehr Schaden als... Boah, das ist, finde ich, echt heftig. Also, ich habe Gorbeck auch. Er hat auch hier schon ein goldenes Accessoire. Was ich vorher noch... Aber ich habe ja vorher einen Helm bekommen. Das Coole ist, seit dem letzten Update können wir die Sachen jetzt einfach so wechseln. Oh ja, hier. Mein erster. Stärke. Jetzt muss ich aber kurz gucken. Gorbeck braucht Fokus. Er braucht Fokus. Weil hier kriegt er Fokus. Und wenn er physischen Schaden... Fokus und Stärke. Ah, egal. Passt schon. Zack. Jetzt hätte ich hier wieder einen frei. Was hat der jetzt hier? 7 und 7. Wir haben diese Fernkampfeinheiten erlittener Schaden. Minus. Armeegeschwindigkeit, Nahkampf und Stärke. 12. Okay. Naja, wir sind am Anfang, ne? Also hier muss man jetzt nicht so kleinkariert sein. Da kann man jetzt natürlich nicht die besten Stücke haben. Oh, ich bin bald auf 25. Ja, und ansonsten, ich level hier halt. Sehe zu, dass ich meine Einheiten rekrutiert bekomme. Also gut, vielleicht habe ich einen kleinen quasi Fehler gemacht. Vielleicht hätte ich auch die T1 hier weiter mit ausbauen können. Die gehen relativ schnell. So lange, bis ich von denen hier mal genug bauen kann, ne? Dass man mit denen immer quasi auffüllt. Wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Aber wenn ich schon T2 habe, will ich die auch nutzen, ne? T1 ist halt wesentlich schwächer. Und bei Gorbeck ist es ja auch so. Was, der hatte gerade noch einen Kampf? Oh, scheiße. Das lief jetzt aber scheiße. Muss ich ganz ehrlich. 96 von den kleinen Pimmeln da sind übrig. Da muss man immer nur schauen, dass hier diese Regeneration hier, dass diese Unentschieden maximal zweimal. Wenn es nochmal unentschieden wäre, dann würde er dann hier. Dauert ja jetzt nochmal 4 Minuten 10. Hier, dann wäre er bei. Ja, ein paar Sekunden genau überschreitet das nämlich. Und dann würde er wieder regenerieren, dann wäre wieder eine volle Armee drin. Und dann kämpft man mit seiner schon geschwächten Armee gegen die, ne? Das ist immer doof. Da muss man immer aufpassen. Das ist jetzt gerade auch echt peinlich. Also kein Paradebeispiel. Sonst haut er die sonst, ja, teilweise schon mit einmal weg und sonst einmal unentschieden. Gut, und danach ist auch gut, ne? Aber hier war das gerade wieder ein bisschen blöd. Wie soll es noch sonst sein?
Ja, und ansonsten, ach, der Hexenkönig, der sieht so schön aus. Es ist. Freut mich richtig. Macht richtig Spaß. Ich könnte jetzt noch einen Tipp machen. 10.000 Erfahrung. Oh, böser Mensch. Ja gut, das geht aber. Dann können die beiden hier rein. Und hier war das, glaube ich. Ah, scheiße. Och, das war der mit dem Orks. Okay. Nee, nix für den Hexenkönig. Weil, das mache ich anfangs auch. Dann hole ich mir hier die Tipps immer. Ach, geil. Für den Schatten 10.000. Lords. So, Ausrüstung. Beliebiger kann man dann zweimal. 10.000 ist das Maximum. Zwei Stunden. Und jetzt erstmal die beiden hier rein. Am Anfang ist das halt ganz gut zum Leveln. Später schicke ich halt die Kommandanten, die ich nicht benutze. Das sind jetzt momentan die beiden hier. Schicke ich die halt zum Tipps machen für Ausrüstung, ne? Dass man da mal schaut. Vielleicht Glück hat und goldene Ausrüstung bekommt, die ich jetzt zweimal bekommen habe bis jetzt. Ja. Ein Tipp. Dann eine Übungsschlacht. Oh. Übungsschlacht habe ich jetzt hier. Wir sind 150er Land. Ich glaube, ich habe sogar zwei. Ne, eins nur. Aber das habe ich ja gestern geholt. Das ist natürlich gut, denn das meinte ich mehr. Man muss ein Land haben, was wirklich Maximum momentan ist. Damit Kommandanten, die dann richtig, richtig cool sind, wenn man die kriegt, aber man die schnell hochleveln kann, so wie der Hexenkönig jetzt. Ich meine, er wird trotzdem lange brauchen, also. Der ist jetzt mit von einmal jetzt auf 13 gekommen. So, und braucht jetzt auch schon. Jetzt braucht er noch 7.000. Ja, was kriegt man hier? Pro einmal. Scheiße, kann ich jetzt gar nicht auswählen. Ja, weiß ich gerade gar nicht, was man hier bekommt. Steht hier nirgends, ne? Aber ja. So ist das Ganze. Ja, also nichts Spannendes an sich. Erstmal hochkommen. Bin ja auch schon Clan beigetreten. Der ist ganz, ganz nett. Wir sind auch hier weit oben. Ja, die Elfen mal wieder. Also ich weiß nicht warum. Auf jedem Server sind immer die Elfen, die am höchsten kommen. Zuerst. Aber nachher werden die einfach angegriffen von allen Seiten und verlieren dann. Also so kenne ich das. Ist bestimmt nicht überall so. Aber wenn man sich die Karte anschaut, ist es auch einfach echt komisch. Da muss man sich echt überlegen, wie sollen die das auch verteidigen von drei Seiten. So, und der Server hat ja nicht nur 6 Fraktionen und 2 davon KI. So wie ich das hatte auf Server 80. Dass wir die hier schnell eingenommen haben. Dann kam von hier nichts mehr. Sondern die haben die hier. Also Angmar, dann Lindon, Arnor und hier auch die Zwerge. Also das ist schon harter Tobak. Isengard ist hier direkt daneben, Rohan. Also die sind so eingekesselt und ich glaube, Arnor hat es auch nicht leicht. Wenn nämlich Lindon, was erste was Lindon macht, ist, die kommen wahrscheinlich dorthin, dorthin und dorthin, das zu besetzen. Oder gut, hier müssen sie schon mit Isengard vielleicht streiten. Oder Isengard will vielleicht erst hier hin. Kommt ja mal drauf bis an so ein bisschen. Aber dem bleibt nicht viel mehr übrig, als hier rüber zu gehen. Ne? Und dann haben die hier auch schon eine Belagerung. Und vor allem hier ist direkt deren Hauptstadt. Also, ja. Deswegen, also so taktisch gesehen von der Karte her allein schon, sind die Zwerge ganz gut aufgestellt. Und Ruhn finde ich auch ganz okay. Gondor und Mordor sind auch ganz gut aufgestellt. Ja, so viel dazu. Gut, Leute. Also, Let's Play ist es jetzt nicht geworden. Für die nochmal, die jetzt vielleicht wieder schreiben, mach mal bitte ein Let's Play. Das ist echt nicht so leicht, wie es aussieht. Also, ich spiele auch am Handy und am Tablet mal nebenbei. Und da kann ich immer nicht aufnehmen. Und dann wird es ja kein richtiges Let's Play sein, weil ihr ja so viel verpasst. Also, was ich wirklich Schritt für Schritt mache. Ich meine, ich erzähle euch das dann so. Viel mehr ist es dann jetzt auch gar nicht. Ich meine, das macht ja jetzt wahrscheinlich jeder nicht also nicht wirklich viel anders, sondern ähnlich. Und so Let's Play ist halt echt schwierig. Deswegen, ja, habe ich mich auch entschieden, jetzt hier so
das hier aufzunehmen auf dem anderen Server. Server 80 ist nämlich, also da mache ich auch fast nichts mehr. Da mache ich nur noch so die nötigsten Sachen. Das ist eingenommen, also das macht dort überhaupt keinen Spaß mehr. Mordor, Gondor und Zwerge haben sich zu dritt gegen uns verbündet. Mordor ist, wie gesagt, jetzt schon, das gehört uns hier. Ah ne, hier ist Dol Guldur, genau. So ein Mordor ist einfach hier durchmarschiert, haben die beiden Teile hier schon eingenommen. Die Zwerge haben das hier schon genommen, wo der Halle des Elbenkönigs ist. Also wir haben nur noch, na gut, Angmar gehört uns, dann noch dieses Stückchen hier. So ein bisschen hier irgendwie. Das, gut, von hier gibt's nichts, aber das wird nicht mehr lang dauern. Isengard hat das alles hier eingenommen. Die werden von dort kommen. Ja, also die haben sich entschieden, halt die Elfen auszulöschen. Und es ist nun mal so, man hat einfach, als eine Fraktion hast du keine Chance, gegen drei, auch nur zwei Fraktionen gleichzeitig zu kämpfen. Als die Zwerge hier eingefallen sind, hätten wir die volle Stärke hier gebraucht. War nicht der Fall, weil wir auch hier gekämpft haben, hier unten, gegen Mordor. Gondor kam auch noch von hier. Gondor ist von hier gekommen, wollte zu unserer Hauptstadt. Keine Chance. Also, komplett scheiße sowas, macht auch keinen Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem wurden uns dort andere Sachen versprochen, also soweit ich das gehört habe von unserem Anführer oder von den Anführern dort, von den ganzen Gruppen. Und wir wurden einfach aufs Vollste verraten. Ja, deswegen, aber ich werde auch nie wieder die Elfen nehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Karte ist einfach. Die Karte ist einfach, also von der Position her strategisch gesehen, ist es einfach echt nicht günstig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen, ich krieg ihn nicht mal voll, Leute, zieht euch das rein. Das ist so schrecklich. Jetzt rufe ich ihn wieder zurück, jetzt packe ich da wieder drei Einheiten rein, ist dann so. Der heißt einfach Frodo hier, der ist so cool. Frodo. Fünf, okay, der spielt nicht. Ja, gibt leider viele, die hier nicht spielen. Ja, gut, Leute, das soll es davon auch erstmal gewesen sein. Also, ich finde Mordor echt cool, muss ich sagen. Macht richtig Spaß. Jetzt, vor allem, wo ich den Hexenkrieg bekommen habe, ist natürlich mega cool. Ja, und ich freue mich hier wieder voranzukommen. Wir haben auch einen ziemlich coolen Clan, der ist sehr aktiv, relativ. Nicht relativ, also der ist relativ, dort relativ aktiv, so. Ich spiele meistens, schreiben wir nur dieselben gleichen, aber, Akamul. Ja, also ich habe mich auch entschieden, hier nichts rein zu payen. Man kriegt hier ja entweder bei der guten Fraktion oder hier für 1 Euro, Alter. Kriegst du 200 und ein T2 Commander, ne? Das ist ja echt geschenkt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch so. Aber ich werde hier auch einen Season Pass, den will ich mir hier nicht holen. Habe ich bei dem anderen ja gemacht, leider. Hexenkönig bekommen. Das ist auch witzig, wenn man einen Helden bekommt und einen Kommandanten, dann kriegt man ja so eine extra Angebote für den. Finde ich so eine Frechheit hier. 55 Tacken. Na gut. Wobei 10 Mal. Geschenke, Kommandant. Makellos. Doch tatsächlich, er kriegt man 10 goldene Sachen. Boah, das ist echt krass. 20 davon und 11.000. Das ist echt. Okay, das muss ich sagen, ist krass. Ist mir aber nicht wert, da ich in den anderen Account oder in den anderen Server schon so viel reingepayt habe. Hier auch die hole ich mir nicht. Ist auch ein Schnappo, aber. War ich nicht. Oh, hier, nee, das fand ich frech. Das war das. 900 Respekt kostet einfach 22 Tacken. Gönnt euch das mal. Das ist so eine Frechheit. Also, das verstehe ich überhaupt nicht, wie die drauf kommen. Ja, und sowas hier. Hole ich mal alles nicht. Der wird komplett payfrei bleiben. Das habe ich mir geschworen. Gut, Leute, das soll es auch in dem Sinne gewesen sein. Ich versuche hier mein Land weiter einzunehmen. Ich habe ja noch ein bisschen Puffer hier. Und ja, melde mich dann, wenn wieder was Neues am Start ist. Als nächstes wollen wir. Wo war das hier? Das wurde hier gepinnt. Alle, die 25 Ringstufe haben, genau, dann schaltet sich der lange Marsch frei. Genau, hier werden schon Festungen gebaut. Wir sollen dann hier rüber gehen. Und hier halt Festungen bauen. Ich hätte einen auch schon Land genommen. Ja, man kann hier sowieso einfach so durch, weil das ja Minas Morgul gehört sowieso uns. Und dann wird es hier Richtung. Wie hieß das hier nochmal? Keine Ahnung mehr.
Irgendwo hier waren. Genau hier. Da müssen wir erstmal die Kreuzung hier nehmen. Und dann hier weiter. Und dann wollen wir. Italien war das, Süditalien, glaube ich. Ganz viele Trolle. Das Coolste ist einfach an dieser Kreuzung hier. Wo bist du? Nee, das war hier irgendwie gar nicht. Ist er weg? Ist das weg? Nö. Müssen wir mal kurz auf der Karte schauen. Ach nee, ja gut, das ist die erste Kreuzung, die wir nehmen müssen. Dann müssen wir diese Kreuzung hier nehmen. Hier unten ist die Titilien. Da müssen wir auch aufpassen, dass hier Gondor nicht vorher kommt, falls das deren Plan ist, die Titilien zu nehmen. Und genau hier in der Kreuzung war das. Hier ist einfach direkt ein Momakil-Lager. Sehr begehrt, will ich mir auf jeden Fall holen, wenn ich eins bekomme von denen. Ich glaube, 10 Stück gibt es nur. Also laut Karte hier kann man das ja anklicken, suchen, und dann ist ja eins von 10. So, bei den anderen ist das genauso. Wobei vom Bioringer-Lager steht auch 1 von 10, aber von denen gibt es definitiv mehr. Und ich meine auch von dem allen anderen Sachen gibt es viel mehr als. Ends weiß ich, gibt es wirklich nicht viele Mummerkills auch nicht. Ja, muss man nachher mal schauen. Ich hoffe, ich krieg eins ab. Dauert ja aber eh noch. Das dauert noch 2, 3, 4 Wochen, keine Ahnung. Bis man so stark ist und die bekommt. Aber die sind halt natürlich sehr empfindlich. Oh, gegen was sind die eigentlich empfindlich? Weil wenn man hier gegen die kämpft, gegen die Armeen, haben die auch Mummerkill. Die sind empfindlich. Ich meine, ne, Feuer war Ends. Scheiße. Ja, muss mal schauen, wie man die beiseite geräumt kriegt. Ich mache hier nämlich Mords Damage. Vielleicht schafft man es allein auch gar nicht. Vielleicht muss man anderen helfen. Mit anderen zusammen geht das ja auf jeden Fall, wenn man mehrere hat. Muss man aufpassen, dass man, wenn man abspricht, dass man den selber kriegt, dass der nicht geklaut wird. Gibt ja Leute, die machen sowas gerne. Hatte ich beim Ending auch gehabt. Gut. Okay, Leute. Das soll es dann auch schon gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, mal einen anderen Einblick zu kriegen. Wenn ihr noch Fragen zu Season 2 habt, was vom letzten Video war, gerne Fragen. Ich versuche sie zu beantworten, aber ein paar Punkte sind natürlich nicht so ganz klar, wie ich finde, und dementsprechend auch schwierig zu beantworten, weil da hat noch jemand gefragt, ja, es geht dann im Endeffekt ja nur noch um diese Fraktionsbonus, dass man zum Beispiel, ne, Mordor hat, ich glaube, 5% Rohstoffproduktion extra, ne, was die so alle haben. Und, ja, weil man im Endeffekt ja, sagt er, man kann ja im Endeffekt alle Armeen später befehligen, weil das ja so ein bisschen geändert wird. Und also wenn das böse ist, kann man trotzdem gute Armeen befehligen, kriegt dann nur so Schwächungsbuffs, weil ein Ork-Kommandant mit Elben nicht so wirklich klarkommt. Und dann ging es um die T4 halt. Aber ich meine, ich kann mir vorstellen, dass die T4 trotzdem nur so bleiben in der Fraktion, weil das wäre ja irgendwie ein bisschen übertrieben, wenn man jetzt nachher von allen Fraktionen jede Fraktion von allen anderen die T4-Einheiten halt rekrutieren könnte. Das würde ich ein bisschen hart finden. Deswegen denke ich, dass das jetzt nicht so ist. Von daher, aber da bin ich gespannt. Mal schauen. Also es war jetzt nicht so ganz klar beschrieben, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre einfach zu heftig. Wird später jeder nur noch mit T4-Einheiten rumlaufen und dann wäre es ja eigentlich egal, welche Fraktion man im Endeffekt wählt. Dann sieht man sich immer nur noch die, keine Ahnung, auf der Karte den günstigsten Platz hat oder sowas. Von daher, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber werden wir dann ja sehen. Ne? Gut, Leute. Das soll es gewesen sein. Wie immer, bleibt am Ball. Und ich hoffe, bei euch geht nicht so eine Scheiße ab wie bei mir auf meinem Server. Dass man da von 3 Fraktionen belagert wird. Das macht einfach keinen Spaß, echt nicht. Ich warte da auch nur noch bis Season 2 beginnt. Ich mache auch nicht mehr viel. Das ist so. Gut, das soll es gewesen sein von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal.